Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu DayZ. Zu Beginn dieser Aufnahme geht es heute nach Sektor B, weil wir da noch ein bisschen looten wollten, Cisco, Patrick und ich. Und nachher wird natürlich auch noch das Haus weitergebaut, also viel Spaß bei der Folge. Dazu sei gesagt, leider ist am Anfang der Folge alles noch relativ dunkel, weil wir leider keine Night Vision hatten. Ich habe es probiert, ein bisschen künstlich aufzuhellen, aber da sind die Mittel, die man da zur Verfügung hat, leider auch sehr, sehr begrenzt. Und die Folge ist doch etwas kürzer als sonst, weil die Aufnahmen, so wie ich sie hier noch habe, einfach quasi der Rest ist von dem, was wir noch aufgenommen hatten. Von daher hätten spätere Aufnahmen einfach nicht dazu gepasst, aber trotzdem auf jeden Fall viel Spaß. Oh fuck. Was? Seid ihr draußen? Ja. Wir kommen gerade zurück gerannt. Ich wollte gerade sagen, Patrick, du bist vor uns, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, dass deine so aussieht wie ein NPC, ey. Nee, ich dachte auch gerade, dass du da irgendwie wie ein NPC rumkommst. Ist hier vorne nicht der Eingang? Nee, der ist hier hinten. Kommt mal mit. Und da ist die zweite Mii, ja. Jo, da ist die zweite Mii. Hab ich schon geguckt, mit der kann man fliegen. Also mit der ersten, mit der zweiten, die ist komplett am Arsch. Okay. Hä, wo ist denn hier das Loch? Der kommt mal mit, kommt mal wieder zum Loot. Was wieder in deine Richtung? Wieder zurück, echt jetzt? Ja. Verwirrung? Sicher? Ja, ich war kein Alter. Verwirrung? Ja, sehr gut. Wo bist du, Patrick? Du musst umdrehen. Andere umdrehen. Der ist uns entgegengekommen und vorbeigelaufen. Ich seh einen Schatten. Ja, das bin ich. Achso, und wo ist Patrick? Ja, weiter vor uns. Jetzt sehe ich. Wo ich die Gamma so weit oben habe. Ja, du musst HDR-Textures noch ändern. Was leuchtet denn jetzt hier so stark? Der Leuchtung? Hier leuchtet nichts. Leuchtet auch. Oder meinst du hier das Licht oder was? Oder ist es vom Dings? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein kleines Stückchen vor uns ist Patrick. Patrick, sorry. Mein Ding. Ah, hab ich mir angewohnt, weil ich selbst Patrick. Warum? Keine Ahnung. So. Sieht aus, ob hier das Licht von rechts den Schatten auf die Wand schmeißt und bist du denn? Sehr gut. Stimmt, das war hier vorne. Ja, hier vorne ist jetzt gleich links der Eingang. Ja. Aber erstmal in die falsche Richtung laufen. Wir waren ja fast dran. Patrick, bleibst du draußen? Ja, ich bleib draußen. Ich hatte nicht voranziehen. Ich wollte nur mal gucken, ob die Ecke soweit clear ist. Aber sieht soweit clear aus. Direkt ins Industrial, sagst du? Rennt jo. Links an der Mauer halt erstmal entlang. Und dann, wenn ihr einigermaßen im Schutz seid. Hier vorne ist Onemy, direkt vor uns. Ich weiß es. Achso, das ist ja die, ja. Erstmal ins Industrial. Berichtet, ob ihr dann irgendwas an Loot da noch drin vorfindet. Na, mal gucken. Denkt man nicht. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. Piraten-Style. Jack Sparrow, Junge. Ich hätte nur gerne Night Vision, wenn noch eins drin ist. Damit ich überhaupt was sehe jetzt abends. Hier ist ein Little Bird. Ja, der ist kaputt. Der ist komplett kaputt. Okay. Gucken wir mal. Am Arsch, Junge. Voll, oder was? Ja, sicher. Ja, war die gemein, Alter. Nach 8 Uhr war da kommt noch einer online. Mega. Ja, ich bin auch mal hin. Noch ein Night Vision. Soll ich Tunnel landen mit der Mii? Wenn du es schaffst. Theoretisch kannst du es machen. Aber der Tunnel ist voll. Ja, ist Waffentechnisch, ich meine, Baustuff technisch ist da noch immer alles drin, oder? Oh, mega. Na, reparierungstechnisch, ja. Ja, meine ich. Ja. Bautechnisch. BS, Night Visions, Donak. 36 SD ist auch schön. Guck mal, ob noch ein M9 drin ist. Guck noch kurz. Ganz ehrlich, weißt du, was du hättest machen müssen? Du heute hättest eine Aufnahme starten können. Hab ich doch. Bin die ganze Zeit auf. Echt? Ja, sicher. Das lohnt sich hier. Ja, ich nehme die ganze Zeit auf. Komplett. Und dann schneide ich die besten Stellen immer zusammen. Darum dauert der Videoschnitt bei DayZ verhältnismäßig auch ziemlich lang. Also die ganzen Let's Play-Projekte, weißt du, die sind schnell gemacht. Weil du einfach 15 Minuten immer Schnitt machst, weißt du. Los, wieder rein. Warte. Ich glaube nochmal schnell in der M9. Right in back. Ich hab 4 mitgenommen, reicht. Okay. Ich will jetzt hier weg. Ich hab Angst, ich will hier weg. Meine Hände zittern. Ist auch geil, meine Hände zittern, ich will hier weg. Zurück zum Yui Cloud, klar gemacht und dann ins Yui. Der Heli hier, mit dem ihr hergeflogen seid, kann man mit dem fliegen? Der hier drinnen steht? Nee, der ist auch untergeschossen. Okay. Wir holen die Mii vom Strand, ne? Oder, warte mal, lass mich mal raus. Warte, halt, geh nochmal runter. Ja, dann.
Was, die Mii hinter uns? Ich nehm die Mii hinter uns. Ich nehm die Mii am Strand. Nee, du nimmst den Yui. Mit dem hergekommen sind, ist richtig. Seid doch. Wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich ein begnadeter Fliegerass bin. Und darum sind wir dann zu dritt nach Hause geflogen. Ich in einem Yui und jeweils Cisco und Patrick in einer Mii. Das heißt insgesamt drei Helikopter, wobei wir dann auf dem Rückweg eine Mii noch versteckt haben. Auf jeden Fall ging es dann zu dritt, alle heile und unverletzt, zurück nach Hause. Für ein geiles Epic-Video hätten wir jetzt eigentlich alle drei Hubschrauber nebeneinander fliegen müssen. Ach. Ja, logisch. Da vorne sieht die Mii. Irgendwann. Quatsch, bist du denn da? Oder ja. Alter, du lachst die ganze Zeit. Kriegst du mit, was wir hier klar machen? Kriegst du mit, was wir hier klar machen? Ja. Ich hab so viel. Ich bin über dir. Ja. Ich will nichts sagen, aber in der Beute will ich auch nicht anspucken. Ja, wir teilen das dann auf. Ja. Wir backen das erstmal alle bei mir in die Häuser. Ich brauch nichts, weil ich bin angenehm dran. Also ihr könnt alles haben. Deswegen wollte ich wieder nur schön. Lieber ein Stückchen links. Danke. Und da ist wieder der Heli-Crash, auch schön. Park ich da beim Scrap-Heli? Nee, dahinter, den V. Du kannst beim Scrap-Heli parken. Nach einem ruhigen und entspannten Flug sind wir alle wohl im Lager angekommen und jetzt ging es erstmal ans Auspacken von den Geschenken, die wir von Sektor B mitgebracht haben. Wir mussten zwar erstmal alles in der Mii und in Ciscos Garage parken, weil mein Haus ja leider noch gar nicht fertig ist. Haben wir eine M4 und ein G36 dabei? Ja, M4 pack drin, G36 pack drin. In die Garage, ja. Weil, ja. Pack weg. BKM Leute. Weg. Was denn passiert? Kommst du hier rein? Nein, ich hab mich gerade in die Garage eingesperrt. Wie? Hast du die Tür zugemacht oder was? Kannst du wieder öffnen? Wie? Und du willst, ich krieg keine Option. Sorry, halt. Ich hab mir das Bein gebrochen. Und bin ohnmächtig. Und fast tot. Hilfe. Ich bin tot. Wie denn bitte? Ich bin durch die Garage gepackt. Also, ich bin zwischen SUV und Garage und tot. Okay. Ich habe in dem Mega sind zwei Night Visions noch drin. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben alles erfolgreich von Sektor B verstaut und dann wird es jetzt endlich Zeit, mein Haus fertigzustellen. Wir haben natürlich schon alle Materialien fertig gesammelt, es muss nur noch aufgebaut werden. Ich freue mich quasi wie ein kleines Schnitzel. Oh yeah, wie geil. Fuck. Fuck yeah. G36C Camo und Fall. So, das ist auch drin. 5-5. Und jetzt? So, jetzt musst du ringsherum um dieses Objekt musst du ein die Auswahl haben, so umherscrollen, um zu gucken, wo steht Bauhaus. Ja, das wird Stage 2. Da war sie gerade. Okay. Willst du dabei sein? Nee. Ich hab ja schon hier so oft alles aufgebaut. Build Stage 2. Und den nehmen wir. Ich brauche eine Toolbox. Guck mal in das Zelt hier vorne. Hier links, hier vorne gleich links in das erste Zelt. Da hab ich ein bisschen schon mal drin gelegt. Jo. Hast du nicht die Gear? Du brauchst glaube ich einen Klappspaten, ich bin mir nicht so sicher. Na guck, ich glaube einen Klappspaten habe ich sogar. Build Stage 2. Achso, Pin eingeben. Warte. Nein, Quatsch. Enter. Jo, er baut. Was geht los, Junge? Ich hoffe, du machst eine Aufnahme. Natürlich mache ich eine Aufnahme. Glaubst du, ich verpasse mein erstes Haus? Das war's? Das war's. Aber geil. Ich hab ein Haus. Ich nenne es Stuppi. Gut.
Bei Night Vision nehme ich die mit, G36K nehme ich die mit, EPK nehme ich die mit. So, Enter. Geil, oder? Das ist richtig geil. Jetzt muss ich nur wieder reinkommen. Ja, V. V. So. Und nochmal V. Nö, passt. Hammer geil, Junge. Wie gut ist das denn? Erstmal DMR sichern. Erstmal DMR. Wie kommen wir in meine Behausung? 10 Waffen nur. Und die aus dem Toolbar, die sind auch so. Ja. Jetzt hast du schon 4 drinne. Ich pack dir noch 2 Night Visions drin. Jetzt hast du 6 drinne. Jo. Du hast mir einen Night Vision reingehauen. 2? Nee, 1. Kann ich dir auch sagen? Das war's dann auch für die heute kurze Folge. Das tut mir natürlich leid, dass es so eng geworden ist. Aber mein Haus ist endlich fertig und ich bin überglücklich. Jetzt kann es also nur noch bergauf gehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.